Hallo Leute, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, dass ich hier 2019 ein Video hochgeladen habe. Das hieß, warum mein erstes Tinder-Date die Hölle war. Damals in diesem Video habe ich euch erzählt, dass ich mich wirklich ganz, ganz lange geweigert habe gegen Dating-Apps. Also ich wollte das einfach nie ausprobieren und das nicht, weil ich irgendwie Vorurteile dagegen hatte im Sinne von, oh Gott, das ist irgendwie weniger gut, jemanden darüber kennenzulernen oder weniger schön, weniger romantisch, was auch immer. Es ist nur einfach, dass Dating-Apps in ihrer Art und wie das Ganze funktioniert, einfach denkbar schlecht geeignet sind für Menschen wie mich. Ich denke mal, ihr kennt mich hier mittlerweile gut genug, um zu wissen, dass ich introvertiert bin. Ich finde es unglaublich anstrengend, neue Leute kennenzulernen, beziehungsweise vielleicht ist es besser ausgedrückt zu sagen, es kostet mich sehr, sehr viel Kraft, es kostet mich sehr, sehr viel sozialen Akku und deswegen fand ich einfach diese ganze Vorstellung von Dating wirklich sehr schwierig. Also ich habe das einfach ganz viel von Leuten in meinem Freundeskreis gehört, wie anstrengend das alles sein kann, also wie viel Smalltalk man hat, wie viel man irgendwie in unangenehme Situationen auch kommt, dass ja einfach solche Geschichten mit reinspielen, wie Ghosting, Leute, die nicht vernünftig miteinander kommunizieren und all das wirkte für mich irgendwie wie, ja, so eine riesige Welt, bei der ich mir immer dachte, nee, ich will da gar nicht erst rein, weil ich glaube, das wird einfach ganz furchtbar für mich. Und ich muss sagen, bis 2019 bin ich eigentlich auch ganz gut damit durchgekommen, Leute eben im realen Leben kennenzulernen. Also zum Beispiel an der Uni, bei irgendwelchen beruflichen Veranstaltungen, Drehs etc. Da bin ich halt einfach so ganz natürlich mit Leuten ins Gespräch gekommen und daraus hat sich dann was entwickelt. Also bis 2019 hatte ich quasi nie diese Situation von, okay, es ist dieses typische erste Date, wie man es aus Filmen kennt. Tja, und irgendwann kam es dann einfach, wie es kommen musste. Ich war fertig mit dem Studium und bei meinem Job haben sich auch so ein paar Sachen geändert. Sprich, ich habe weniger Moderationsjobs gemacht. Ich bin auch nicht mehr irgendwohin fest zur Arbeit gefahren, sondern ich habe halt größtenteils selbstständig zu Hause im Homeoffice gearbeitet. Und dazu kommt dann noch, dass ein Großteil meines Freundeskreises auch introvertiert ist. Das heißt, wir waren halt alle froh, dass wir uns untereinander gefunden haben und waren so, ja gut, wir unternehmen jetzt Sachen zusammen. Dass da mal jetzt neue Leute noch irgendwie von außen dazugekommen wären. Das war jetzt auch eher selten der Fall. Deswegen war ich irgendwann an dem Punkt zu sagen, na gut, dann probiere ich das mit Tinder jetzt mal aus. Und obwohl mich diese App einfach von Sekunde 1 nur gestresst und überfordert hat, war ich dann trotzdem sehr, sehr tapfer und habe mit ein paar Leuten geschrieben. Und darunter war dann jemand, der mir wirklich positiv aufgefallen ist. Erstens, er hatte einen Text auf seinem Profil, was ja wirklich auf Dating-Apps nicht unbedingt gegeben sein muss. Zweitens, dieser Text war witzig. Drittens, ich habe auf den Fotos gesehen, dass wir ein gemeinsames Hobby haben. Und viertens, fand ich seine Nachrichten sympathisch und deswegen habe ich auch ja gesagt, als er mich gefragt hat, ob wir uns treffen wollen. Und dieses besagte Tinder-Date war die absolute Hölle. Und zwar nicht wegen ihm, sondern wegen meiner Angststörung. Die dachte sich in diesem Moment nämlich, die letzte Panikattacke, die ist wirklich lange her. Die war in deiner Schulzeit. Jetzt bist du 24, weißt du was, da bin ich wieder. Für mich kam diese Panikattacke damals wirklich absolut überraschend. Also ich hätte niemals damit gerechnet, dass mir das nochmal passiert. Also klar, das Ganze war eine neue Situation für mich. Wie gesagt, ich kannte dieses klassische man geht auf ein Date-Ding nicht. Aber an sich hatte ich so ein ähnliches Szenario zu einem gewissen Grad eigentlich jede Woche in meinem Arbeitsleben. Also ich habe zu dem Zeitpunkt bereits seit mehreren Jahren eine Talksendung moderiert. Ich hatte jede Woche eine fremde Person da, mit der ich gesmalltalkt habe erstmal. Und da ging es dann teils wirklich auch um sehr sensible Themen. Aber irgendwie war das in Ordnung, weil das so ein beruflicher Kontext war und weil ich darin einfach eine Routine hatte. Und das war was Neues. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie nachvollziehen könnt, weil ich weiß, für viele ist das irgendwie schwer greifbar. Gerade auch deswegen, weil irgendwie auch Teil meines Berufs war, auf Bühnen zu stehen, teilweise wirklich vor Hunderten, teilweise auch Tausenden Leuten, die da live vor mir saßen. Und das ist was, was ich machen konnte. Aber so ein einfaches Date, das funktioniert nicht. Tja, aber Ängste sind halt eben nicht immer rational. Und deswegen war es mir jetzt auch wichtig, diese Geschichte hier nochmal zu erzählen. Einfach so als kleinen Reminder, weil ich weiß, einigen von euch geht es genauso. Und dass ihr euch damit vielleicht auch schwer tut, dass einige Sachen irgendwie möglich sind und andere nicht funktionieren. Ist mir wichtig, dass ihr wisst, ihr seid damit nicht alleine. Diese Panikattacke kam bei mir ganz plötzlich, als ich schon unterwegs war zu dem Date. Das heißt, es ist jetzt auch nicht so gewesen, dass ich das irgendwie hätte vorher absehen können. Also, dass ich irgendwie schon krass nervös war oder so, sondern das war wirklich aus heiterem Himmel, zack, war die da und ich wusste aber, ich darf jetzt nicht umdrehen. Also das ist einfach so eine Sache, die ich aus vielen Jahren mit Panikattacken mitgenommen habe, dass ich einfach nicht raus darf aus dieser Situation, sondern dass ich da einmal durch muss, weil das Problem ist, wenn ich das Ganze aufschiebe und dann sage, okay, dann mache ich das einfach nächstes Mal und stelle mich irgendwie in Ruhe drauf ein, dass das für mich persönlich zwar irgendwie ein schöner Gedanke ist, aber dann kommt halt zu dem Ganzen noch die Angst
vor der Angst dazu und das macht es noch viel schlimmer. Ich bin also zur Museumsinsel gefahren, dort haben wir uns getroffen und irgendwie so locker für die erste halbe Stunde, wenn nicht sogar länger, habe ich den einfach interviewt. Ich glaube, dadurch habe ich versucht, in meinem Kopf irgendwie unterbewusst so diese Situation herzustellen, die ich aus meinem beruflichen Kontext kenne und mir zu sagen, hey, das ist doch was, da hast du Routine drin. Das heißt, ich habe dem einfach wirklich eine Frage nach der anderen gestellt. Weil bei mir ist es so, dass sich die Panikattacken unter anderem dadurch äußern, dass ich nicht mehr sprechen kann. Also ich habe einen riesigen Kloß im Hals und das Einzige, was ich eben so schnell irgendwie rausgekriegt habe, sind so ganz kurze und knappe Sätze. Und er hat mir diese ganzen Fragen zum Glück einfach ganz in Ruhe beantwortet. Dass er damals einfach kein Ding draus gemacht hat, dass ich hier gerade einfach offensichtlich vor Nervosität sterbe. Das war die erste in einer sehr, sehr langen Reihe an Green Flags. Vor allem eben, wenn man bedenkt, dass das mit der Nervosität erstmal nicht besser geworden ist. Also an diesem Abend schon irgendwann im Laufe der Zeit. Wir waren da 5 Stunden lang zusammen unterwegs. Irgendwann hat man ja auch einfach keine Energie mehr, dieses Angstlevel aufrechtzuerhalten und dann ist das ein bisschen besser geworden. Aber beim zweiten Date, beim dritten Date etc., dann kam davor eben noch diese Angst vor der Angst mit dazu. Gerade was das angeht, rechne ich ihm das echt hoch an, dass er da so geduldig geblieben ist und sich gesagt hat, hey, das wird irgendwie mit jedem Mal besser und wir kriegen das schon hin. Und dann, als wäre der Start dieser Beziehung nicht schon aufregend genug gewesen, kam nach einem halben Jahr Corona. Das heißt, wir saßen wie alle anderen auch in unseren Wohnungen fest, beziehungsweise irgendwann dann nur noch in meiner Wohnung. Nach einem Jahr Beziehung ist es nämlich so gewesen, dass sich seine WG aufgelöst hat und deswegen ist er dann bei mir eingezogen. Diese plötzliche Nähe kombiniert mit dem absoluten Mangel an Dingen, die man hätte zusammen unternehmen können, hätte jetzt natürlich sehr gut dazu führen können, dass wir uns einfach nur noch auf die Nerven gehen und uns trennen. Aber zum Glück ist tatsächlich das Gegenteil davon passiert und wir sind in dieser Zeit richtig doll zusammengewachsen. 2021 haben wir dann Moni und Winston adoptiert, also unsere beiden Katzen. 2022 sind wir von Berlin hierher nach München gezogen, weil er hier einen Job angefangen hat. 2023 haben wir dann eine Fernbeziehung geführt über 8500 Kilometer, weil er für ein halbes Jahr beruflich in den USA war. Und vor einem Monat hat er mir dann einen Heiratsantrag gemacht und ich habe offensichtlich ja gesagt. Das bedeutet also, ich heirate nächstes Jahr mein erstes Tinder-Date. Es ist wie gesagt erst nächstes Jahr soweit, aber wir sind schon sehr, sehr tief drin in der Organisation, gerade was so dieses Thema Location angeht. Da braucht man ja wirklich ordentlich viel Vorlauf. Eigentlich wird da gesagt 12 bis 14 Monate, beziehungsweise ist das, was ich überall gelesen habe. Aber ganz ehrlich, also wir gucken jetzt für nächstes Jahr im Sommer und es gibt tatsächlich diverse Locations, die entweder schon komplett irgendwie verbucht sind oder die sagen, nee, also wir können euch nur noch Freitage anbieten. Fand ich schon irgendwie krass. Ihr könnt mir sehr gerne mal schreiben, ob euch dieses ganze Thema Hochzeitsorganisation näher interessiert. Dann kann ich da auch sehr gerne nochmal ein Video zu machen. Das sind ja schon auch einige Fragen, die man da so für sich klären muss. Also erstmal so grundlegendes, möchte man jetzt standesamtlich heiraten? Will man noch eine freie Trauung mit dazu haben? In welchem Rahmen macht man das Ganze? Wie viele Leute sind das? In welche Richtung geht das? Ist man jetzt irgendwie eher bodenständiger unterwegs oder gibt es einfach viele Traditionen, die man haben möchte oder viele Extras, die man gerne noch dazu haben möchte? Also das ist ja wirklich eine ganz große Bandbreite. Also ja, schreibt mir gerne mal, was euch daran besonders interessieren würde, beziehungsweise auch an die unter euch, die bereits geheiratet haben. Erzählt mir mal sehr gerne, wie ihr das so organisiert habt, wie eure Hochzeit war und auch sehr gerne, ob ihr irgendwelche Tipps habt, wo man Geld sparen kann, weil ich finde es schon wirklich krass. Überall, wo so das Wort Hochzeit mit draufsteht, habe ich das Gefühl, machen die gerne mal bei den Preisen einfach mal so eine Null noch hinten ran. Was ich euch hier jetzt natürlich noch erzählen kann, ist die Geschichte rund um den Heiratsantrag. Da finde ich nämlich, dass mein Partner sich wirklich was überlegt hat, das sehr, sehr gut zu uns beiden passt. Und zwar hat er mir so ein paar Wochen vorher gesagt, dass es ein Wochenende gibt, das ich mir frei halten soll und dass wir da was gemeinsam unternehmen. Ich hatte so ein gewisses Gefühl, dass es vielleicht ein Heiratsantrag sein könnte, aber so ganz sicher war ich mir jetzt nicht. Ich dachte mir, vielleicht ist es auch einfach irgendwie ein Ausflug, den er geplant hat. Und weil ich einfach eine Person bin, die wahnsinnig schlecht mit Überraschungen umgehen kann, also wenn ich weiß, da wird eine Überraschung passieren, habe ich natürlich wirklich angefangen, ihn zu löchern, als gäbe es kein Morgen. Kannst du mir sagen, wie weit das ungefähr weg ist? In welche Himmelsrichtung geht's? Fahren wir mit dem Zug oder mit dem Auto? Was soll ich einpacken? Wird's warm oder kalt? Machen wir irgendwas mit mehr Aktivität oder machen wir was Entspanntes, damit ich weiß, wie viel sozialen Akku ich dafür brauche? Also ja, ich war einfach mal wieder die Gelassenheit in Person. Aber er hat echt wirklich dicht gehalten und mir erst kurz zuvor gesagt, dass wir mit dem Auto fahren werden und dass ich eher so ein bisschen entspannte Sachen einpacken soll, gemütliche Outfits und dass ich meine Wanderschuhe mitnehmen soll. Und da dachte ich mir, okay, ich glaube, ich weiß jetzt gerade, was hier passiert.
passiert. Wir werden irgendwie ins Allgäu fahren oder nach Österreich und wir werden da so ein kleines Wanderwochenende machen. Ist ein bisschen mutig im März, gerade weil die Wetterlage jetzt nicht so super stabil war. Aber okay, er wird sich da irgendwas dabei gedacht haben. Wir sind dann an dem besagten Tag ins Auto gestiegen, aber statt nach Süden ist er eher so in Richtung Nordosten gefahren. Und da habe ich so eine Weile überlegt, was denn in die Richtung sein könnte und dachte mir, okay, vielleicht fahren wir in den Bayerischen Wald. Dann habe ich aber aufs Navi geguckt und gesehen, nee, also die Entfernung, die da steht, die ist so ein bisschen zu weit dafür. Also wenn man in diesem Fahrtmodus ist, da kann man ja nicht sehen, was das Ziel ist, aber wie lange eben der Weg dorthin ist. Wir sind zum Bayerischen Wald gefahren und durch den Bayerischen Wald und dann rüber über die österreichische Grenze. Und da haben wir dann so eine kleine Tankpause gemacht und ich habe auf meinem Handy kurz auf die Karte geguckt, weil ich gerne mal wissen wollte, wo wir denn so grob sind. Und dann habe ich gesehen, okay, hier sind jetzt irgendwie keine Seen außenrum, keine großartigen Berge oder so. Bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, was das hier wird. Und spätestens, als wir dann über die Grenze nach Tschechien gefahren sind und er irgendwann eingebogen ist, auf so einen komplett menschenleeren Waldweg, war ich dann endgültig verwirrt. Beziehungsweise hat sich ein kleiner Teil von mir gefragt, ob mein Bauchgefühl einfach 4,5 Jahre lang sehr, sehr schlecht war und die Geschichte hier gleich in eine ganz andere Richtung geht. Passenderweise dazu ist unser Mietauto dann auch noch im Matsch stecken geblieben. Das heißt, ich musste aussteigen und das erstmal wieder da rausschieben. Dann war aber am Ende dieser matschigen Waldstraße oder dieses matschigen Waldwegs eine Lichtung zu sehen. Und da stand nicht nur eine Herde mit ganz süßen, flauschigen Kühen, sondern auch ein Tiny House. Es war wirklich richtig, richtig schön dort. Also dieses Tiny House war direkt am Waldrand. Es war auch so ein Badefass oder Hot Tub quasi mit dabei, den man mit Holz dann heizen konnte. Und einfach die ganze Atmosphäre war richtig gemütlich und entspannt. Man hat nur Vogelgezwitscher gehört. Es waren keine anderen Menschen da. Und für meinen persönlichen Geschmack war das wirklich das perfekte Heiratsantrag-Setting. Also es waren nur wir beide. Es war alles ruhig und entspannt und wir hatten auch wirklich Zeit, einfach das Ganze so ein bisschen auf uns wirken zu lassen. Also nicht, dass ich jetzt noch irgendeine weitere Bestätigung gebraucht hätte, dass er die richtige Person für mich ist, aber das wäre es schon auf jeden Fall auch gewesen. Ich bin wirklich sehr gespannt auf alles, was jetzt noch auf uns zukommt. Ihr kennt mich, es sind natürlich schon diverse To-Do-Listen und Notion-Boards erstellt worden und ja, wenn euch das alles näher interessiert, dann schreibt mir das sehr gerne und wie gesagt, teilt auch super gerne eure eigenen Erfahrungen und Tipps. Ansonsten passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss!